Willkommen zurück bei The Movies. Ja, in der letzten Folge durftet ihr abstimmen. Und im Grunde war mir schon im Voraus klar, was das Abstimmungsergebnis bringen wird. Und während hier noch gedreht wird, und zwar Dominik, der Entstellte, werden wir natürlich kurzerhand jetzt unser Regie-Genie importieren. Und das ist natürlich niemand anderes als, wo haben wir sie denn? Ja, wo ist sie denn? Da ist sie, die liebreizende Fee Burton alias Zuckerfee. Ohne die mein Studio zugrunde gehen würde, laut ihrer Ansicht. So, wir haben ja die Komödie noch da liegen, aber die Jungs müssen erstmal den Stress verarbeiten. Und das können sie am besten, indem sie hier ein bisschen was essen. Und das Schöne ist natürlich, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, wenn wir einen Horrorfilm drehen, haben wir gerade Dave Crow, Cyrus Hitchcock und Lady Owl drin. Okay. Da ist Statistin. Okay, okay, okay. So, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen. Das schaut alles gut aus. So, der Stresslevel von Vito ist langsam wieder im Bereich des Besseren. Algie Sandler ist auch wieder im Bereich des Besseren. Dann lassen wir die zwei jetzt nochmal untereinander quatschen. Wo ist er denn jetzt? Vito, da ist Vito. Die quatschen jetzt ein bisschen miteinander. Nachdem die fertig gequatscht haben, dann werden wir die Komödie anfangen zu drehen. Klein Paul und Bryant der Große. Ja, es ist nicht mehr lang bis zur ersten Preisverleihung. Da können wir mal kurz schauen. Könnte man vielleicht das Prestige... Ah, ne, Prestige gibt es in dieser Runde noch gar nicht. Da brauche ich gar nicht erst reinschauen. Stimmt ja. Also, Prestige kommt erst in der nächsten Preisverleihung. Möchte, dass ich heute ihren Geburtstag verkünde. Aber wir können hier eben kurz noch das Grünflächenamt arbeiten lassen. Denn wir müssen ja trotz allem halt auch auf das Geld achten. Noch haben wir davon nicht genug. Willst du wohl? So, hier ist erstmal alles grün genug. Der Film ist abgedreht, damit haben wir jetzt den Film hier ins Casting. So, Cyrus ist klar, gut. Vito wird die Hauptrolle übernehmen. Algie wird die Regie übernehmen. Und wir packen jetzt Fee Burton einfach mal in die Statistenrolle, weil wir sie gerade da haben. Und veröffentlichen gleichzeitig Dominik, der Entstellte. Wenn er den will. Da will er. Wieder mehr als ein Stern, das ist schon mal gut. Dann schauen wir mal kurz wieder in den kleinen Film hinein. Tja, das war's auch schon. Da hat Lady Owl Dave Crow ganz schön durch die Gegend gescheucht. Gab es wieder für jeden ein bisschen Erfahrung dabei. Jetzt schauen wir mal mit den Kritiken. Konsequente mittelmäßig die Regie. Ein Vorteil, den Dave Crow genießt, sein von Geburt abstoßendes Aussehen, das ihn zum perfekten Horrordarsteller macht. Sehr schön. Von der ersten Szene an ist es offensichtlich, dass Dominik der Entstellte von einem wirklich talentierten Autor geschrieben wurde. Die Besetzung als Ganzes war gerade eben akzeptabel. Der Gipfel der bisherigen Produktionen in diesem Studio. Ja, das hört sich doch gut an. Vor allem das hier. Von Geburt aus abstoßendes Aussehen. Dave. Oh, herrlich. Und er ist auf Platz 15 gelandet. Das ist aber ordentlich. Er bringt auf jeden Fall Geld ein. Wie gesagt, hier wird die Komödie gerade abgedreht. Und dann würde ich sagen, schreiben wir mal einen Horrorfilm, in dem Lady Owl die Hauptrolle haben darf. Würde ich jetzt einfach mal so machen. Lady Owl kriegt auch ihren Hauptfilm. Wobei, jetzt müssen wir mal wieder schauen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Stress abarbeiten. Genau. Stress ist nicht gut. Lady Owl hat gar keinen Stress. Das ist auch sehr schön. Aber Cyrus hat Stress. Hey!
Und der Cyrus meckert wegen seinem Gehalt. Und Dave hat mich schon angemault. Es kann nicht sein, dass der Regisseur genauso viel kriegt wie er. Kriegt er auch nicht. Dave, du hast immer noch 500 Dollar mehr als der Regisseur. Du bist momentan noch der Bestverdienste. Aber du weißt, es gibt schnell Leute, die dann dich übertrumpfen werden und dich dann stehen lassen. Denn du bist auch nicht jünger. So. Ich glaube, diese Folge werden wir dann auch noch die erste Preisverleihung miterleben. Und wir wissen ja aus guter Erfahrung, dass die Preisverleihung die erste wohl eher nichts für uns ist. Wir packen noch einen Hausmeister rein, damit hier alles schön sauber bleibt. Haben wir hier noch was Neues zu bauen bekommen? Nee, ne? Da ist nichts. Wir könnten die Bühne nehmen. Die Bühne hätte sogar einen Neuheitswert, warum auch immer. Auf der Bühne könnte man auch Komödien üben. Die bauen wir eben kurz hier hin. Hey, wir haben es geschafft. Das eigene Drehbuchbüro ist freigeschaltet. 5 Filme veröffentlicht, 500.000 eingenommen und insgesamt 5 Sterne. Und das nächste, was wir dann natürlich bekommen, ist ja dann das Land Waldset. Wenn wir 2 Sterne, 1 Star haben, 2 Sterne Film und ihr Studio erreicht einen 2 Sterne Meilenstein. Das werden wir doch relativ gut hinkriegen. Ihr harter Arbeit wurde belohnt, ja. Das eigene Drehbuchbüro. Da ist das gute Stück. Thomas, das Licht ist angegangen. Funktioniert der Sendeapparat? Das packen wir genau hier hin. Packen wir kurz auf Pause. Ich will eben kurz die Straße noch zu Ende bauen. Bevor, ich sag schon wieder Straße, den Weg zu Ende bauen. Bevor hier gleich das, die Preisverleihung startet. Jetzt habe ich es aber auch. Ich ringe nach den Worten. Es ist wilder Wei, wir in der Halle, Halle. Erst reden, dann denken. Ist doch sonst nur ein Frauenproblem. So, aber jetzt geht es erstmal in die Preisverleihung und danach kümmern wir uns um das Heiligtum der Sünder. Und wir werden dann nämlich noch schauen, dass wir aber auch wieder eigene Drehbücher reinpacken, damit wir ein bisschen besser vorankommen. Die Preisverleihung. Viel Spaß. Läuft, glaube ich, genauso wie letztes Mal. Fantastic Films räumt erstmal alles ab. Für den Preis als bestplatziertes Studio sind und nominiert. Das wird natürlich auch wieder nichts für uns. Und ich glaube, es wird wieder Fantastic Films. Ja, Fantastic Films hat voll abgeräumt. Aber die nächste Preisverleihung ist mindestens prestigeträchtiges Studio unser Preis. Ja. Dann springen wir mal weiter. Das haben wir ja schon gesehen. Das müssen wir erstmal hinkriegen. So, Lady Owls, Stresslevel ist gut. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie es denn unserem Cyrus geht. Das Cyrus geht gar nicht so gut vom Stress her. Dann würde ich sagen, wir sind gerade mal so frei. Wir statten Lady Owl mit einem neuen Outfit aus. Lassen Sie ein bisschen eleganter wirken mit diesem hübschen Kleid. Momentan hat sie rote Haare. Das ändert sich bei ihr auch des Öfteren. Aber sie freut sich, das Image scheint relativ gut zu sein.
Und sie hat sich letztes Mal beschwert. Was heißt beschwert? Sie hat sich amüsiert über das, was hier steht. Und zwar Aussehen gut, Statur, naja, nicht so gut, aber Top-Modebewusstsein. Na, wie gesagt, an der Statur können wir arbeiten. Wir können sie trainieren lassen oder später auch an so einem LP-Tisch legen lassen. Das ist alles möglich. Vor allem können wir über den OP-Tisch können wir sie dann später auch 10 Jahre jünger wirken lassen. Das wird später vielleicht vom Vorteil sein. So, die Bühne ist gebaut. Dann würde ich jetzt mal sagen, muffiger Keller wird verwendet. Okay, es wird nur eine Rolle benötigt. Cyrus, du musst dein Stresslevel hier mal langsam in den Griff kriegen. Ich würde sagen, Lady Owl und Dave Crow unterhalten sich ein bisschen. Kommen sich mal ein bisschen näher. Die beiden wohnen ja auch nicht so weit auseinander. Ich sage aber jetzt nicht wo, ne? Nicht die ganzen Stalker jetzt wieder kommen. So, das läuft. Dann würde ich sagen, wir haben ja mit Vito. Ah ne, wir haben ja Fee Burton übrig als Horror. Und Dave Crow mit Horror. So, dann könnten wir eigentlich einen Horrorfilm, noch einen extra Horrorfilm schreiben. Weil. Okay, Horror ist nicht so beliebt, Action ist beliebter. Aber weil Fee Burton gerade nur eine Statistenrolle hat, kann sie natürlich gleich Regie beim nächsten Horrorfilm führen. Mit Dave Crow zusammen. Dave Crow war ja gar nicht so uneigennützig und hat ja Zuckerfee quasi in dieses Spiel hineinkatapultiert bei der Auslosung. So, und dann schaue ich gerade schon auf meinen kleinen Wecker und sehe, es ist schon wieder Zeit, die Folge ist schon wieder rum. Wir haben die erste Preisverleihung hinter uns, natürlich sind wir leer ausgegangen am Anfang, aber umso kometenhafter wird unser Aufstieg danach in die Jahre sein. Wir haben auf jeden Fall in den Dreharbeiten befindet sich Klein Paul und Brian der Große. Wir haben ein fertiges Drehbuch, das Heiligtum der Sünder, und geschrieben wird gerade der Junge, der Werwolf schrie. Und ich würde sagen, mit diesem schicken Bild, mit den langen, wartenden, arbeitenden, verabschiede ich mich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann heißt es wie immer an euch, den Daumen nach oben, netten Kommentar da lassen. Lasst ruhig die Diva unten raus. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt The Movies.